Ja. Das ist genauso. Hi Leute, mein Name ist Alan, das ist Infuses for Life und willkommen auf meinem Kanal. Ich dachte mir, es wird mal Zeit, ein 3-Jahres-Update bei meinem Nissan GT-R zu machen. Und was ich genau damit meine, seht ihr gleich. So, meine Lieben, es ist 3 Jahre her, seit ich dieses Auto hier gekauft habe. Und ja, ich muss wirklich sagen, es hat mir die ganze Zeit sehr gut und sehr treu gedient. Ein paar Kleinigkeiten gab es und über die sprechen wir gleich. Bis jetzt hat sich das Auto sehr gut gehalten, bis auf ein paar Kleinigkeiten, den Rückleuchten, die ich habe, ersetzen müssen. Dieses Video werde ich euch am Ende dieses Videos verlinken, dass ihr das sehen könnt. Und die Antriebswellen, die ich habe wechseln müssen, hat der Wagen nichts an extra Care gebraucht. Also klar, ihr müsst regelmäßig Öl und Filter wechseln, das ist wichtig. Und ansonsten ist euch das Auto tatsächlich ein treuer Gefährte, muss ich wirklich sagen. Andersrum erzählt, vielleicht muss jeder durch das durchgehen, durch was ich durchgegangen bin, denn der Grund, warum ich in diesem Auto sitze, ist ja tatsächlich eine Art Weisheit, die ich erlangt habe über die Jahre. Wenn ihr euch vorstellt, kein einziges Auto, das ich gefahren habe, hat es 3 Jahre geschafft, in meinem Besitz zu bleiben. Wenn ich mich an den M4 erinnere, das waren knapp 6 Monate, da davor der M3 92 knapp ein Jahr. Die anderen Fahrzeuge haben, glaube ich, ein bisschen was über ein Jahr geschafft. Das ist hier echt jetzt ein Highlight, dass ein Nissan GT-R bei mir 3 Jahre überlebt hat, muss ich wirklich sagen. Und dann kann man sich echt was einbilden. Nicht als Hersteller, als GT-R, sondern als Fahrzeug, das mich so weit zufriedengestellt hat, dass ich von Anfang an gesagt habe, wow, das passt. Kein einziges Fahrzeug, das ich vorher gehabt habe, hat diese Power gegeben. Hat mir diese Motorcharakteristik gepaart mit dem Getriebe, was da angestellt wird, so rübergebracht wie dieser Nissan GT-R. Und dabei kann ich nicht nachvollziehen, dass andere sagen, dieser Wagen, Leute, manche Leute erzählen das wirklich, dass dieser Wagen ein Elektromonster ist. Du fühlst nichts, du spürst nichts, er macht eigentlich alles für dich. Und so sehe ich das nicht, denn umso mehr Elektrik ihr habt, umso sicherer seid ihr unterwegs. Und nochmal auf das zurückzukommen, was mir passiert ist. Ihr müsst mal überlegen, ich war ja ziemlich tief in der Tuning-Szene, ganz, ganz tief drin mit Flügeltüren, 22 Zoll Felgen. Und gab es auch natürlich Zeiten, wo der Wagen 2-3 Wochen weg war, weil er wegen irgendeiner Problematik halt eben beim Shop war, beim Tuning-Shop. Und da 3 Wochen war ich angewiesen, Bahn zu fahren. Und in dieser Zeit, wo ich Bahn gefahren bin, habe ich mir eine Gürtelrose im Gesicht zugezogen, weil ich irgendwas an der Bahn angefasst habe, mir das Auge gerieben habe. Und seit da an, Leute, ist bei mir dieses Glied immer dicker als das andere. Also, wenn das alles nicht passiert wäre, ich weiß nicht, ob ich diesen Wagen dann genauso geschätzt hätte wie jetzt in diesem Moment. Wie gesagt, keine Ahnung, ob ich den Wagen dann so zu schätzen wüsste wie jetzt, aber ich muss euch sagen, ich habe mich komplett in diesen Wagen verliebt. Er ist ein Familienmitglied geworden, das ist einfach so. Und das ist auch nicht zu bestreiten. Mein Mädchen sagt selber, wo ist unser Schatz? Also von daher, er ist und bleibt jetzt ein Familienmitglied, wird so schnell nicht mehr wegkommen. Ich hoffe einfach nur, dass er für ewig bei mir bleibt. Ich will der alte Sack sein, der an die Treffen fährt, ne, mit dem Wagen. Ich werde mir dazu natürlich noch ein anderes Auto holen, dass der ein bisschen geschont wird, weil er ja wirklich mein Daily ist. Das seht ihr an den Fußmatten. Das möchte ich auch nicht verstecken oder verschönern, weil das ist mein Daily. Und wie er jetzt bis jetzt gehalten hat, bin ich voll und ganz zufrieden. Was ich sagen muss, die Mittelkonsole, die wurde schnell zerkratzt, weil ich die Angewohnheit hatte, an diesem fragilen Überzug der Mittelkonsole immer meine Schlüssel oder mein Handy draufzulegen. Und dann habe ich einfach gesagt, nee, dann mache ich mir halt eben selber die Folie. Die habe ich selber drauf gemacht. Die passt auch wunderbar zu dem eigentlichen Radio oder zu dem CD-Wechsler, der dran ist. Und alles wunderschön, passt auch zu den Instrumenten. Da habe ich Glück gehabt, das habe ich blind bestellt. Und wie gesagt, ansonsten sehr, 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 sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Und ich kann wirklich jedem ans Herz legen, sich so ein Fahrzeug zu holen, der es sich leisten kann. Bitte, bitte überlegt euch vorher, ob ihr diesen Wagen wollt. Also er braucht viel, 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 viel Wartung. Ihr müsst schauen, dass ihr regelmäßig halt eben das Getriebeöl wechselt, regelmäßig die 2 Differentialöle, regelmäßig das Motoröl. Ihr müsst halt immer wieder schauen. Wenn was an der Getriebeglocke ist, dann müsst ihr die auswechseln. Das ist auch nicht wirklich das Billigste, was es auf diesem Planeten gibt, was ihr in diesem Fahrzeug machen könnt. Und ihr müsst euch halt eben im Klaren sein. Aber wenn ihr diese Bürde auf euch nehmen möchtet, dann habt ihr hier einfach einen perfekten Allrounder. Das ist mein Daily.
Der Verbrauch hält sich auch in Grenzen. 8 bis 10 Liter ist, denke ich mal, bei 550 PS absolut human. Ist super. Ich habe hier einen Supersportwagen. Auf Englisch sagt man, be grateful. Und das bin ich. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar für diesen wunderschönen Wagen, der mir hier jeden Tag verschönert und euch natürlich sehr viel Content diesbezüglich geben kann. So Leute, ich hoffe, ihr konntet ein Insight jetzt ein bisschen erwerben. Ihr seht jetzt, wie mein Fahrzeug jetzt nach 3 Jahren durchgehalten hat. Vielleicht hilft euch das ja bei der nächsten Kaufentscheidung. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann haut auf den Like-Button, subscribed und wir sehen uns beim nächsten Video.